langer Weg bis hierhin und jetzt hat er es endlich geschafft. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Racing League eSports. Ja, in diesem Video möchte ich einfach mal an alle Fahrer, an alle Admins, an alle Zuschauer, an alle Fans und natürlich auch an unseren Partner einfach mal ein großes, großes Danke aussprechen. Ihr seid wirklich die Besten, die man sich vorstellen kann. Es macht tierisch Spaß mit euch hier diese Zeit zu verbringen, euch auf der Strecke zu sehen und diese Leidenschaft für Motorsport und generell in diesen Sachen einfach mit euch auszuleben. Und es ist wirklich immer eine tolle Atmosphäre in der Gruppe. Ich bin der Chris und ich bin sozusagen der Gründer auch dieser Liga mit und ja, durfte diese tolle Zeit von Anfang an bis hierhin auf jeden Fall immer wieder verfolgen und es macht immer wieder aufs Neue Spaß, was wir nicht alle schon erlebt haben, vor allen Dingen mit den Kart-Events letztes Jahr. Das war wirklich richtig, richtig spaßig und dieses Jahr im Sommer folgt ja auch das nächste. Da hoffe ich natürlich, dass wir hier alle dann mit dabei haben. Und ja, in diesem Video habe ich Fahrer und Admins mal ein kleines Interview unterzogen und nicht alles ist leider in guter Qualität und nicht alle Interviews konnte ich mit reinnehmen, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuschauen und ja, in diesem Sinne, viel Spaß! An dich erstmal nochmal für gestern. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Ja, ich sag danke dir, wirklich. Also war wirklich ziemlich. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, einen Punkt oder was, aber ich hab's nicht gewusst. In dem Moment habe ich es nicht gewusst, wie es ausgegangen ist. Ja, also ich habe keine Ahnung. Also ich bin mit. Ja, keine Ahnung. Grüß euch. Durchs Ziel gefahren hat, gell? Keine Ahnung. Also wirklich super gefahren, Tickhack. Ja, das muss ich noch persönlich auch noch sagen. Halt. Ja, heute, ja, heute hat es ja leider nicht für dich gereicht. Bist du enttäuscht oder? Oder relativ neutral, weil du halt gestern die Meisterschaft gewonnen hast. Wie fühlst du dich gerade? Ich muss ehrlich sagen, was ich fühle mich wirklich, also so wie du selber sagst, aber sehr neutral. Natürlich, wenn ich es ein Kill bin, natürlich auch. Und einfach war auch ein sehr guter Gegner einfach und ein starker Gegner. Und jedenfalls, ja, ich freue mich für ihn genauso mit einfach. Das er ist wirklich super gefahren einfach halt, aber ich bin nicht enttäuscht. Ich habe selber Fehler gemacht, sind Fehler passiert einfach halt. Aber das ist halt Race einfach, das gehört dazu und es kommt eine neue Saison, neues Spiel, neues Glück. Also sehen wir, was beim nächsten kommt dann, der nächste genau, Saison. Sagen, wer uns heute auch überrascht hat, ist auf jeden Fall Doni. Grüß dich auch nochmal, schön, dass du auch hier zu uns gefunden hast. Hallo. Ja, auch für dich eine durchwachsene Saison, aber heute auch ein sehr, sehr starkes Rennen von dir. Das gleiche an dich, ein paar Worte zur Saison, ein paar Worte vielleicht zum Rennen. Wie war es heute hier aus deiner Sicht? An sich war es super, man muss sagen, Kill Bill, mega Pace gefahren, unschlagbar, auch die Saison durch. Glückwunsch nochmal. Was mich ein bisschen geärgert hat, halt, dass der Martin ausgefallen ist. Somit haben wir ja unsere Teammeisterschaft leider verloren und mussten die dann doch an dem Touch Repair Team abgeben, was sehr traurig ist, aber gut passiert. Nächste Saison kommt und schauen wir mal halt, was da passiert. Vielen Dank, lieber Doni, für deine Worte. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nett an dieser Stelle. Lieber Tick, hast du denn auch noch was zur Saison zu sagen? Ja, an sich kann ich mich bedanken für die ganze Meisterschaft, die wir jetzt über 10 Wochen lang geführt haben. An die Fahrer, besonders an euch, Jungs. Ihr seid alle super gefahren. Das letzte Rennen jetzt hier mit zu kommentieren hat mir super viel Spaß gemacht. An dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch an dich, Kill Bill, und auch Glückwunsch an dich, Henki, für den 2. Platz und für die Meisterschaft in Liga 2. Ja, ihr seid super gefahren und ich weiß auch nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Also, ihr seid klasse, Jungs. Super, lieber Tick. Danke dann auch dafür, dass du die Liga mit deinen Beiträgen als Admin ja auch für die Gran Turismo Liga immer unterstützt und immer mit dabei bist. Und ich freue mich auch mit dir gemeinsam zu sehen, was in der Zukunft alles noch so kommt. Der nächste wäre dann Suku. Hallo, herzlich willkommen. Das heißt Sujuklu Yumurta oder sag einfach Sujuk.
Sucuk, ja. Sucuk. Das ist doch diese Sucuk Salami, oder? Das ist doch... Ja, genau, diese türkische Knoblauchwurst. Ja, auf jeden. Mit Eier dazu gebraten. Ja, es ist so ein richtiges, geiles Frühstück, wo du richtig schön stinkst danach. Ja, geil. Voll. Und du kannst ruhig mal ein paar Worte sagen, so zur Saison nochmal. Sag mal was zum Rennen, okay. Zur Saison, gerne nochmal. Ja, natürlich gehen erstmal Grüße raus an meinen Mentor, an den Henki. Der hat mich vor 10 Wochen in sein Team aufgenommen und bin ihm dankbar über alles, nachdem ich erst seit 6 Monaten im Simracing bin. War es natürlich eine sehr durchwachsene Saison für mich und natürlich waren super starke Fahrer dabei, so wie Kill Bill, Donny. Da hat es noch nicht gereicht, aber es wird besser, es wird besser. Ja, jetzt im letzten Rennen konnte ich es gar nicht glauben, dass ich auf dem 6. gefahren bin. War super. Ja, vielen Dank da auf jeden Fall für eure tollen Worte. Ich würde sagen, jetzt interviewen wir uns F1-Fahrer auch mal. Da gibt es sicherlich auch eine Menge zu erzählen. Willkommen, Deep Klaus, hier in der Party. Bist du jetzt auch schon länger in der Liga, ne? Ja. Wie war denn so deine letzte Saison? Ja, das war ja die erste komplette Saison von mir. Und hat einfach riesen Spaß gemacht, weil das Niveau war echt hoch und ja, die Fahrer waren immer fair, es gab nie irgendwelche Streitereien oder so und ja, hat einfach riesig Spaß gemacht. Du warst in welcher Liga? Liga 4. Liga 4, genau. Wer waren denn da so deine Top-Konkurrenten, sag ich mal, oder welche Fahrer sind dir so am meisten im Kopf geblieben und wo hast du da ja immer am meisten zu tun gehabt? Ja, vor allem mit Perez, der ja Zweiter geworden ist auch, tolle Fights gehabt, dann Damidia DTS, genauso immer fair gefahren, zum Schluss kam ja dann noch der Racer dazu, der auch ein sehr hohes Niveau hat und vor allem Laser Mesa, der ist mir in Erinnerung geblieben, weil wir hatten ein Rennen in Japan, dort hat es geregnet und wir sind dann einfach zum Ende hin die Reifen dann ziemlich kaputt gegangen. Und der hat mir so Druck gemacht und ich habe das Rennen dann Gott sei Dank nur mit 2 Zehnteln dann. Super, also eine richtig, richtig spannende WM, freut mich auf jeden Fall für dich. Der nächste wäre dann unser lieber RL Sascha Racer. Hallo und herzlich willkommen. Also du vor allen Dingen hier halt auch als Mitadmin der Racing League eSports, vor allen Dingen bei Formel 1 bist du ja wirklich erstmal echt ein tolles Vorbild für alle Fahrer, was ich jetzt so schon mitbekommen habe. Du bist immer bei Leib und Seele dabei, das ist so meine Einschätzung und das gefällt mir. Ich bin dir unheimlich dankbar für das, was du machst und ich denke auch die ganze Liga, da könnte ich jetzt auch mal vielleicht im Namen sprechen. Erstmal danke für die gesamte Organisation, die du da im Hintergrund auch mit machst und ja, natürlich würde ich jetzt auch gerne mal von dir ganz, ganz schöne Worte hören, was du so sagst zur Meisterschaft und vielleicht auch mal zu den Fahrern jetzt mal allgemein. Du stehst ja da wirklich gut mit drin in der gesamten Materie. Bin gespannt auf das, was du jetzt sagst. Ja, erstmal besten Dank für deine schönen Worte. Ich fühle mich ja ganz geehrt, aber mache ich gerne. Zu der vergangenen Saison, was soll ich da sagen, lief für mich jetzt nicht optimal. Ne? Ich bin halt umgestiegen auf Lenkrad, muss das erstmal kennenlernen und das Gefühl dafür kriegen. Aber im Großen und Ganzen hat die Liga 3 sich super präsentiert in der Saison. Ne? Das muss man ja mal sagen. Unser Streamer hat super Arbeit geleistet. Die Punkte haben zwar bei mir gefehlt, aber mein Teamkollege hat sie ja dann geholt. Hat dann zwar nicht ganz gereicht, aber im Großen und Ganzen war das echt super. Ja, und zur neuen Saison, ich denke, von den Zeiten her wird das echt spannend und da ist auf jeden Fall mehr drin als in der vergangenen. Ja, das denke ich doch auch. Und jetzt, wo wir dich ja halt hier auch mal haben, gibt es dann vielleicht auch mal so ein paar Wörter, die du sagst, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind und was du dir vielleicht einer neuen Saison von dem Fahrer wünschst, wo wir alle zusammen mit dran arbeiten können, dass es doch besser wird? Ja gut, da steht immer natürlich das Fairplay im Vordergrund. Da gibt es immer so ein paar Fahrer, die noch nicht so ganz den Sprung in die richtige Richtung bekommen haben. Ne, aber da arbeitet man natürlich dran und das kriegen wir auch noch hin. Das denke ich auch. Also
Es ist, denke ich, immer wichtig, dass man zusammen miteinander irgendwie arbeitet und einfach zuschaut, dass man halt immer, bevor man überholt, sich da wirklich immer Gedanken macht. Ich meine, Unfälle passieren immer. Ich meine, wir sind ja alles Männer und ja, wo gehobelt wird, da fallen eben halt auch mal Späne. Aber ich finde es super, dass der Ehrgeiz bei allen eigentlich immer da auf der Strecke zu spüren ist. Und ich hoffe natürlich, dass es in der nächsten Saison da ganz genauso geil ist oder geile Fights geben wird wie in der letzten. Ja, cool, Sascha, dann danke auf jeden Fall für die Worte, auch für dich nochmal. Gibt es da ein Schlusswort, was du jetzt vielleicht nochmal dann für die neue Saison oder so nochmal sagen wollen würdest? Also ich muss im Großen und Ganzen sagen, erstmal an alle Fahrer so viel Respekt, dass sie immer da sind, immer fast vollzählig im Feld und dass es meistens, ich sag mal, zu 90% glatt läuft und das macht mir einfach riesen Spaß und so soll es weitergehen. Ja, vielen lieben Dank, Sascha, für diese tollen Worte. Also da schließe ich mich auf jeden Fall komplett mit an. Es war wirklich eine fantastische Zeit schon alleine bis hierhin. Es hat riesig, riesig Spaß gemacht, immer das alles hier so mitzuerleben. Und natürlich wird es auch weitergehen. Wir haben insgesamt 6 F1-Ligen und 3 GT-Ligen, die in Zukunft um wertvolle Pokale fahren. Und da in diesen Zügen nochmal ein großes Danke auch natürlich an alle Zuschauer hier, über 1000 Abonnenten, die haben jetzt auf YouTube geknackt. Danke dafür. Danke natürlich aber auch, die hier jetzt auch gleich noch im Hintergrund laufen werden, an unsere Partner. Ohne euch gäbe es uns nicht und es macht immer wieder Spaß, dass wir alle zusammen miteinander arbeiten. Und ich freue mich auf das, was kommt, auch auf die Kart-Events und ja, wir halten euch natürlich hier über YouTube und Facebook und Co. immer auf den Laufenden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zusehen und wünschen euch auch alles, alles Gute und viel, viel Spaß. Das ist ja immer die Hauptsache und viel mehr bleibt einfach nicht zu sagen, außer keep racing. Euer Racing League Team. Macht's gut. Bis dahin.